willkommen zur Heute-Show. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Dankeschön. Sehr freundlich. Die Heute-Show. Wir haben eine fantastische Sendung für Sie zusammengestellt, meine Damen und Herren. Und heute versuchen wir mal was völlig Neues. Wir werden, bitte nicht erschrecken, ein Mitglied der Bundesregierung loben. Doch, ich ziehe das jetzt durch. Hut ab für unseren Verkehrsminister Peter Ramsauer, der diese Woche etwas Sensationelles vorgestellt hat, nämlich eine gigantische Telefonwählscheibe, die nur bis 8 geht. Endlich! Nein! Natürlich hat der Onkel Ramsauer ganz stolz sein neues Punktesystem für Verkehrssünder vorgestellt. Monatelang hat er an der Punktegeschichte rumgegrübelt, also im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber hier dieses Bild mit der Zahlenscheibe eben gerade, das erinnert mich doch an irgendwas. Richtig, er hieß ja früher Peter Bond. So, ich kaufe ein O und möchte lösen. Oh, ein neues geniales Punktesystem. Nicht mehr 18 Punkte und der Lappen ist weg. Nee, 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 8. Oh, da musste er erst mal drauf kommen. Liegt natürlich auch daran, dass Ramsauer von der Schule geflogen ist, bevor die Zahlen über 10 drankamen. Das ist ein Grund. Der ist so stolz auf diese Reform, hat sich um nichts anderes mehr gekümmert. Irgendwelche Streiks am Flughafen, war ihm alles wurscht. Punktesystem. Und im Grunde, das muss man dem Mann lassen, wird jetzt wirklich alles viel einfacher. Aus dem Verkehrszentralregister soll ein Fahreignungsregister werden. Und aus dem sogenannten Mehrfachtäter-Punktesystem ein Fahreignungsbewertungssystem. Ja, Gott sei Dank. Das war aber auch überfällig, meine Damen und Herren. Fahreignungsbewertungssystem. Ne? Beim Scrabble-Spielen der Killer, das Wort. Und es zeigt, wie einfach das jetzt alles geworden ist. Früher, das wissen Sie bestimmt noch, da gab es ja, ich glaube sogar aktuell ist es so, da gab es und gibt es 7 Punkte, bis zu 7 Punkte für ein Vergehen. Jetzt höchstens noch 2. Ich gebe Ihnen mal ein praktisches Beispiel. Telefonieren während der Fahrt, 1 Punkt. So, und jetzt schauen wir uns mal diese Szene an von der A1 bei Dortmund-Unna. Ja, sowas gibt neuerdings insgesamt 2 Punkte. Ja, ja. Demnächst. Natürlich, das sind doppelt so viel wie fürs Telefonieren. Der ADAC jubelt, diese Reform war überfällig. Goldene Regel, was der ADAC gut findet, ist grundsätzlich scheiße. Danke, lieber Punkte-Peter.